Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Danke für dein Einschalten, Like und Kommentar im Vorwege. Und an all diejenigen, die neu dazu gekommen sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich einmal eine ganz, ganz tolle Frage stellen. Und zwar möchte ich gerne mal wissen, was dein höheres Selbst jetzt gerade für dich an Informationen rausgeben kann, was für dich jetzt wichtig ist, womit du arbeiten kannst und was sich bei dir demnächst bald zeigen könnte oder würde. Da möchte ich gerne einmal raufschauen, wie dann so der aktuelle Standpunkt bei dir ist und ja, was dein höheres Selbst, dein Zukunfts-Ich dir jetzt sagen möchte. Ich starte auch schon einmal direkt los. Es ist trotzdem eine allgemeine Legung, das weißt du ja. Und dann kannst du mit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Die Seiten können hier vertauscht sein, sollte sich ein Gegenüber zeigen. Und Achtung, Trägerwarnung ist möglich. So, lass uns mal schauen, was möchte dir man jetzt hier sagen? Was hat die geistige Welt jetzt für eine Botschaft? Was möchte dein höheres Selbst jetzt sagen? Was darfst du erfahren? Was darfst du wissen? Mangel. Mangelbedürftigkeit, Ängste, Kummer, Sorgen, in dem du momentan noch steckst oder gesteckt hast in der Vergangenheit. Etwas hat dich hier eiskalt zurückgelassen. Du hast etwas zurücklassen müssen. Ja, es könnte auch sein, dass du finanzielle Probleme gehabt hattest und irgendwie sehr, sehr große Schwierigkeiten damit verbunden waren, wie du dich am Leben hältst, wie du dich über Wasser hältst. Vielleicht bist du alleinerziehend. Ja, hier könnte auch ein Kind mit involviert sein, also dass du ein Kind hast. Und du dir aufgrund dessen, du hattest auch Existenzängste, wie du jeden Tag irgendwie überleben kannst. Wie kannst du das machen? Was kannst du tun, um aus diesem Mangel herauszukommen? Was kannst du machen? Das sind deine Fragen. Wie kannst du etwas selber verändern? Oh, du bist eine sehr, sehr lange Zeit in dieser Energie gewesen oder bist es wahrscheinlich jetzt immer noch. Schon, das arbeitet sehr, sehr lange. Es geht um die Liebe. Es geht um eine zwischenmenschliche Verbindung, die dich arm gemacht hat, die dich nicht erfüllt hat. Oder aber es gab noch nie jemanden in deinem Leben, die dich in diese Fülle gebracht hat. Du kennst das nicht. Du kennst nicht das Gefühl der emotionalen Erfüllung. Bei alles, was du bis dato immer kennengelernt hast an Frauen oder Männer, hat dich immer wieder in einen Mangel zurückgebracht. Immer und immer wieder. Das hat dir hier die letzten Nerven gekostet. Das hat dir Kraft gekostet. Du hattest so viel Kummer, Ängste und Sorgen. Du hast auch bitterlich weinen müssen, mehrfach. Das kann hier jetzt wirklich auf eine... Das ist aber hier sehr allgemein gehalten. Ich deute das jetzt nicht ganz explizit auf eine bestimmte Person X, sondern ich halte das allgemein, dass du hier einfach immer und immer wieder Unglück hattest in der Liebe. Du bist nie in die Erfüllung gekommen, konntest es nicht. Wahrscheinlich, weil du selber so dermaßen mit dir in der Beschäftigung warst, beziehungsweise in dem Mangel gefangen warst, dass die Liebe, die wahre Liebe auf dich irgendwie nicht eintreffen konnte. Das ging gar nicht. Du konntest das nicht. Du hast es auch nicht sehen können. Etwas war direkt vor deinen Augen oder etwas möchte sich vor deinen Augen jetzt zeigen und präsentieren. Etwas, worauf du schon eine sehr, sehr lange Zeit gewartet hast. Es war wirklich ein sehr langer Zeitraum. Du hast ja auf die Liebe gewartet, auf die Liebe deines Lebens. Und fühltest dich dadurch im Mangel gefangen, nicht erfüllt.
Und das ist dein sehnlichster Wunsch, dass du jetzt endlich mal ankommen möchtest. Du möchtest deinen Heimathafen finden. Du möchtest endlich deinen Anker lichten. Du möchtest nicht mehr über alle Weltmeere segeln, um zu schauen, wo könnte hier dein Glück sein? Wo könnte dein Glück sein? Du warst auf der Suche nach einer emotionalen Erfüllung. Eine lange Zeit hat es gedauert, eine lange Zeit hat es gebraucht. Ja, Ritter der Münzen, das ist auch eine sehr langsam arbeitende Energie. Zeigt mir hier auch wieder an, dass du wirklich eine sehr, sehr lange Zeit in diesem Mangel drin warst und auch eine sehr lange Zeit gebraucht hast, um aus diesem Mangel herauszukommen und dich selber zu erfüllen. Du hast es geschafft, dich selbst zu erfüllen, weil du erkannt hast, dass nur du dir selbst das geben kannst, was du brauchst und benötigst, um dich wirklich zu erfüllen. Du hast erkannt, du brauchst nicht zwingend Personen aus dem Außen, die dir hier etwas geben, was dir im Endeffekt gefehlt hat. Das ist die Selbstliebe zu dir selber, die Selbstliebe zu deinem Leben, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das dich hier so dermaßen gestärkt hat, dass du selber in deine eigene Fülle, in deine eigene emotionale Fülle kommen konntest oder noch kommen wirst. Viele, viele Tränen sind geflossen, ganz, ganz viele Tränen. Und immer die Frage nach diesem Warum. Warum klappt es bei anderen und warum klappt es bei mir nicht? Das war der Mangel. Das war deine Bedürftigkeit, die eine sehr lange Zeit in dir gearbeitet hat. Aber du wirst es schaffen oder hast es schon geschafft, das zu erkennen. Es war nicht im Gleichgewicht. Etwas war nicht ausgewogen. Hier gab es eine Disbalance. Ja, du hast wahrscheinlich immer und immer wieder um Liebe gebettelt. Bei anderen Personen, die dir das geben, was du benötigst, um leben zu können. Um wirklich leben zu können, um das zu fühlen, was dir wirklich ganz, ganz doll gefehlt hat. Du hast es vermisst. Das war nicht im Gleichgewicht. Du hast erkannt, dass nur du dir das geben kannst, was du brauchst. Und das, was du brauchst, findest du nicht im Außen. Das kann dir keiner im Außen geben. Was dir die Menschen im Außen geben können, ist Unterstützung, eine unterstützende Energie. Aber vieles muss von dir selber kommen, aus dem Inneren heraus. Und wenn du das im Inneren in dir gefühlt hast, kannst du das nach außen hin auch ausstrahlen. Und dann kommt es auch bei dir an, es kommt zu dir zurück. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja. Hier kommt eine Gerechtigkeit für dich rein. Hier kommt eine Chance rein auf Klärung, eine Chance auf die Wahrheit. Entweder bist du noch so dermaßen in deinem eigenen Mangel gefangen, dass du es noch nicht sehen kannst. Ja, dass du es noch nicht sehen kannst, dass du selbst dich aus diesem Mangel heraus manövrieren kannst. Oder aber es kommt eine Energie von außen auf dich zu, die dir das zeigt, die dir das wirklich aufzeigt, bewusst macht, spiegelt. Das ist ja aber eine sehr vorsichtig arbeitende Energie. Das ist ja jetzt nichts Überforderndes, weil es geht dir ja sowieso schon nicht gut. Dir geht es ja nicht gut, ne? Und das Einzige, was du möchtest, ist einfach hier wieder glücklich zu sein. Du möchtest glücklich sein. Und das wirst du auch, wenn du lernst und erkennst, dass du selber dafür verantwortlich bist. Aber wie dem jetzt auch sei, eine Klärung, auf die du hier eine lange Zeit gewartet hast, wird auf dich zukommen. Und das kann jetzt wirklich unterschiedlichster Natur sein. Entweder durch dich selbst, ja, dass du hier eine Selbsterkenntnis bekommst, oder aber dir wird es von außen bewusst gemacht werden. Hey, schau doch mal hin. Brauchst du dann wirklich den und den und den, um dich gut zu fühlen?
Ja, brauchst du das denn? Sehr gut. Das hat mit einem Mann zu tun, der dir irgendwie im Außen nicht das geben konnte, was du brauchtest. Das kann hier wirklich ein Mann sein, der dich in der Vergangenheit verlassen hat. Und dieser Mann hat dich in einen Mangel zurückgelassen. Man hat dich einfach so da stehen lassen. Du wusstest einfach gar nicht, was jetzt los ist, was passiert ist. Du konntest das gar nicht verstehen. Das Ganze, was hier passiert ist, das war ein Teil einer Lernaufgabe. Ja, es war deine Aufgabe zu erlernen, dich nicht von dich von einer anderen Person abhängig zu machen. Ja, deswegen ist die Trennung hier eingeleitet worden, damit du daraus lernst, dass du für dich selbst verantwortlich bist und dass du es gar nicht nötig hast, dich von anderen abhängig machen lassen zu müssen, weil du die nötige Stärke in dir trägst, um dich selber in die Fülle zu bringen. Das ist es nämlich. Und deswegen hat es auch nicht geklappt. Genau darum geht es. Und dieser Mann, der dich hier verlassen hat, oder du hast, das kann auch sein, dass du selber wen verlassen hast, wie es auch ist, und das ist ja jetzt auch egal. Dieser Mann, der sich hier anzeigt, war damals zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht reif genug. Er war hier gar nicht reif genug, deswegen mussten sich eure Wege trennen. Du hattest hier eine Lernaufgabe gehabt, um du dich kümmern musstest, und er hier unten aber selber auch. Er repräsentiert sich hier als Stabkönig, aber im Inneren war er noch in einer sehr, sehr kindlichen Energie. Sehr, sehr kindlich, ja. Sehr naiv, ja. Nicht lernwillig oder, ja, nicht lernwillig in dem Sinne. Also ihr wart beide nicht auf einem Level gewesen. Du warst schon viel weiterentwickelt, sag ich jetzt mal. Er hier unten noch nicht so ganz, ja. Deswegen mussten sich eure Wege trennen, damit ihr abseits voneinander eure Lernthematiken angehen könnt. Ja, damit du alleine lernst, dich nicht abhängig zu machen, und damit er hier lernt, erwachsener zu werden. Ja, damit hier ein Aufeinanderzugehen möglich ist, und das auch bitteschön auf Augenhöhe. Das war ja hier irgendwie gar nicht so wirklich gegeben. Es kann auch hier wirklich, ist hier jetzt ein Kind mit involviert? Also hast du ein Kind, dann beschäftigt er sich hier momentan auch gerade mit dem Kind, also mit seinem Kind, und fragt, wie es dem Kind geht. Wie geht es deinem Kind? Wie geht es meinem Kind? Na, hier macht sich jemand wirklich Sorgen um sein Kind. Das heißt Sorgen, aber man hinterfragt einfach, ob es dem Kind gut geht, weil er genau weiß, was hier passiert ist mit euch beiden, ne? Dieser Mangel, der entstanden ist, hat halt schon was mit dir gemacht, ne? Das hat was mit dir gemacht und war auch kein Zuckerschlecken. Das war eine harte Angelegenheit, eine sehr harte Sachlage. Und dein höheres Selbst möchte dir hier jetzt eigentlich auch sagen, dass du dabei bist, es zu schaffen. Du schaffst das. Wenn du es nicht sogar schon geschafft hast. Und dieser Mann, dem dein höheres Selbst dir jetzt gerade sozusagen mit rausgelegt hat, der spielt hier irgendwie noch eine ganz wichtige Rolle. Aber jetzt erst einmal noch nicht. Du musst dich erstmal um dich selbst kümmern. Und solange du noch nicht bereit bist, ist er hier unten auch noch nicht bereit. Ne? Das würde sozusagen parallel ablaufen. Und dein höheres Selbst möchte dir sagen, dass mit diesem Mann ist hier noch nicht vorbei. Ja, hier kommt noch mal irgendetwas rein. Die Chance auf eine Klärung, Erklärung, etwas bereinigen wollen. Hier muss etwas auf den Tisch gebracht werden, worauf man hier schon sehr lange Zeit gewartet hat. Vielleicht hast du auch dir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum ist das hier eigentlich passiert? Da muss doch viel mehr dahinter stecken.
Das kann doch nicht sein, dass er hier auf einmal die Trennung ausspricht und weg ist. Da muss noch viel, viel mehr passiert sein. Diese berechtigte Frage nach diesem, warum ist das hier eigentlich so gekommen? Warum ist das hier passiert? Hier ist auch sehr, sehr viel Streit geschehen. Konflikte, Aggressionen habe ich hier auch. Und das alles ausgelöst durch einen Mann beziehungsweise durch eine Tat, die dieser Mann hervorgerufen hat. Ja, das kann natürlich auch eine Frau sein. Dann ist es dementsprechend die Königin der Stäbe. Und hier soll eine neue Runde rein. Erst einmal in Bezug auf ein Gespräch tatsächlich. Ja, hier muss was bereinigt werden. Ihr solltet euch auch hier wirklich voneinander selbstständig bereinigen. Er auf seine Weise und du auf deine eigene Weise, ne? Und das sieht gut aus. Das sieht hier momentan noch sehr, sehr gut aus. Dass hier die Vollendung bald eingetroffen ist. Und hier kommt auch schon die Gerechtigkeit rein, auf die man hier eine sehr lange Zeit gewartet hat. Ja. Hier kommt ein Ausgleich für dich rein, ein Ausgleich, auf den du hier sehr, sehr lange gewartet hast. Das ist wie eine Art Auszahlung, die hier reinkommt. Ob das jetzt nur mit diesem Mann in Zusammenhang steht, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, er wird hier nochmal eine Rolle spielen. Es kann natürlich auch sein, dass du neue Bekanntschaften pflegen wirst, dass du neue Leute kennenlernst, ja? Und dass dadurch irgendwie ein Ausgleich reinkommt, weil du wie Neues kennenlernst. Das kann gut möglich sein, ja? Und auf jeden Fall soll hier eine Auszahlung reinkommen für dich selber. Positives Karma wird hier kommen. Das wird dich hier wieder total ins Gleichgewicht bringen. Das wird dich in die Fülle bringen. Hier ist das Ass der Kelche, das ist die emotionale Fülle. Davon, wovon ich gerade gesprochen habe, möchte zu dir kommen, weil du eine Lernaufgabe beendet hast. Du hast einen Zyklus abgeschlossen und dafür wirst du belohnt werden. Du wirst belohnt werden. Oh, wie schön. Ich freue mich für dich. Das ist toll. Guck mal, hier bist du. Du bist die Königin der Münzen. Das passt auch. Ja, hier haben wir Judgment und der König der Schwerter. Das ist ein sehr gefühlvoller König der Schwerter. Der ist sehr gefühlvoll. Hier können zwei Männer eine Rolle spielen, ja? Der Stabkönig, das könnte dein Ex-Freund sein. Oder ein Mann, mit dem du irgendwie in der Vergangenheit zu tun gehabt hattest. Und der Ex, ach Quatsch, der Schwertkönig steht hier auch für für einen Ex-Freund oder Ex-Freundin. Dein höheres Selbst sagt, zu dir kommt eine Auszahlung. Du wirst Überfülle erfahren. Du wirst spüren. Du wirst wissen. Du wirst es richtig fühlen, was das ist. Deine Antwort nach diesem, wie fühlt es sich denn an, diese wahrhaftige Liebe? Zu lieben vom ganzen Herzen, das war dir ja nie gegeben. Das war nicht möglich. Aufgrund von Umständen ging es nie, das hat nie geklappt. Hier kommt ein Mann auf dich zu, der dir genau dieses Gefühl vermitteln wird. Und er meint das ernst. Das ist ein Ex-Freund oder muss jetzt nicht zwingend ein Ex-Freund sein. Der Schwertkönig steht meistens immer für einen Ex-Partner. Aber hier ist ein sehr gefühlvoller König, der Schwerter, und der wird hier auch wieder für eine Gerechtigkeit sorgen. Hier kommt Gerechtigkeit rein, eine Läuterung wird reinkommen, dir wird etwas bewusst werden. Es kann sein, dass du dich auf eine andere Person fixiert hast, die gar nicht für dich bestimmt war. Ja, dass das hier mit euch nur so eine kurzzeitige Angelegenheit war, damit sich eure Wege trennen, damit du durch diesen Weg, den du eingeschlagen hast, zu wen anders geführt wirst. Das habe ich eher hier drinne, weil du bist hier die Königin der Münzen. Und die Königin der Münzen, das ist eine ganz, ganz tolle Energie. Die ist im Selbstwert. Die kleine Münze, die sie hier auf ihrem Schoß hat, das ist ihr größter Schatz. Das ist ihr größter Schatz. Und diese Münze, das repräsentiert ihren Selbstwert, ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstbewusstsein. Diese Münze erinnert die Königin immer und immer wieder daran, wie toll sie ist und was sie eigentlich schon alles geschaffen hat und erschaffen hat. Aus der eigenen Schöpferkraft heraus. Ohne Hilfe von anderen hat sie etwas geschaffen, worauf sie wahnsinnig stolz sein kann. Und du kannst dir hier jetzt an der Stelle auch ruhig mal auf die Schulter klopfen. Denn das, was du hier geleistet hast,
Das ist nicht leicht. Na, und da kannst du dir jetzt hier wirklich einmal kräftig auf die Schulter klopfen und dir ein Lob aussprechen. Du hast das ganz, ganz toll gemacht. Auszahlung kommt für dich rein von einem Mann oder durch einen Mann. Von dem wirst du es auch gar nicht erwarten, dass er dazu fähig ist. Schwertkönig ist normalerweise gar nicht, was heißt nicht so gefühlvoll. Er zeigt es halt einfach nicht. Er hat es sehr, sehr schwer, Gefühle zuzulassen, diese auch zu zeigen und diese vor allem auch anzunehmen. Aber das ist genau das, was diesen König hier ausmacht. Er ist sehr wohl dazu fähig. Er ist dazu fähig. Ja, und hier kommt die Gerechtigkeit rein, hier kommt auch wieder eine Wahrheit rein. Irgendetwas, was du nicht wusstest, etwas, was du nicht erkennen konntest, etwas, was du nicht gesehen hast, kommt hier zu dir. Und wird dir durch eine andere Person gespiegelt werden. Ja, das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Was du auch hier getan hast, das wird sich für dich in der Zukunft demnächst bald positiv zeigen, wenn du auf diese Menschen treffen wirst. Es kann sein, dass hier wirklich dein Ex-Partner nochmal auf dich zukommt, der dir diesen Kelch reichen möchte. Und er quellt über. Er hält das aber sehr zurück. Ja, das merkt man ihm hier, wie gesagt, nicht an. Er unterdrückt das nicht, aber er lässt es halt einfach so nach außen hin nicht repräsentieren. Also er repräsentiert das eigentlich gar nicht. Deswegen, das ist sehr gegensätzlich hier. Der König der Schwerter und da über ihm hier gleich das Ass der Kelche. Nichts ist unmöglich. Es gibt auch sehr gefühlvolle Schwertkönige. Die zeigen das dann halt auch einfach nicht so. Wobei ich auch sagen muss, der Schwertkönig ist nicht umsonst in dieser Energie. Der hat auch schon einiges durchmachen müssen in der Vergangenheit. Ja, hat auch viele Verletzungen einstecken müssen. Und vor diesen Verletzungen möchte er sich halt auch einfach schützen, weil er nicht möchte, dass ihm hier irgendwas auch widerfahren wird. Ja, das will er nicht. Deswegen hält er sich hier so ein bisschen bedeckt und grenzt das so ab. Aber das heißt nicht, dass nichts da ist. Also er schwimmt ja sozusagen innerlich in seinen Gefühlen drin. Er wird das hier nach außen nur nicht zeigen. Das wird er nicht gleich das wird er hier nicht gleich sofort rausposaunen. Nee, nee. Aber ich habe hier die Chance für dich auf die emotionale Überfüllung. Das ist das, was dir dein höheres Selbst, dein Zukunfts-Ich jetzt sagen möchte. Du bist auf einem wunderbaren, guten Weg. Auszahlung kommt rein. Und das ist mehr, als du es eigentlich dir wirklich vorstellen kannst. Das konntest du dir nie vorstellen. Und plötzlich wird das wahr werden. Es wird wahr werden. Du darfst dich freuen und darfst diesen Kelch auch annehmen. Du darfst es annehmen. Schön. Ich freue mich sehr für dich. Lass uns mal gucken, welcher Engel dich momentan begleitet. Welcher Engel begleitet dich hier momentan? Erzengel Raphael, das passt. Atme mehrmals langsam tief ein und aus, um deine Energie zu wecken und alte Muster loszulassen. Und genau das machst du. Genau das tust du. Erzengel Raphael, das ist der Erzengel der Heilung. Göttlicher Arzt. Er war die ganze Zeit an deiner Seite, um dich in deinem Prozess zu unterstützen und zu führen, damit du selber aber auch Gefühle zulassen kannst, aber auch um dich von gewissen Gefühlen und Emotionen abzugrenzen und auszugrenzen. Das war hier alles nicht im Gleichgewicht. Nee, du musstest lernen, Herz und Kopf in den Einklang zu bringen, ins Gleichgewicht. Und dafür hat er gesorgt. An deiner Seite hat er dir geholfen, dass du genau diese gewissen Muster erkennst, angehst, heilst und akzeptierst und dementsprechend auch loslässt. Wahnsinn. Das ist toll. Was möchte dir die geistige Welt jetzt noch sagen? Göttliches Potenzial. Lebe deine Bestimmung. Sei alles, was du sein kannst. Ja, du kannst so viel sein. Du hast dich richtig klein gemacht. Du hast dich erniedrigt gefühlt. Du hast dich selbst nicht wertgeschätzt. Vielleicht hast du auch nie großartig Wertschätzung erfahren. Wurdest immer runtergedrückt.
warst immer irgendwie das schwarze Schaf, das graue Mäuschen. Niemand hat dich gesehen. Man hat immer auf dir herumgetrampelt. Dadurch wurde dir natürlich das Gefühl vermittelt, dass du nichts und niemanden etwas bedeutest und wert bist. Das stimmt nicht. Du hast ein so großes göttliches Potenzial in dir und jetzt geht es darum, dass dieses Potenzial raus will. Es will raus, weil zu dir soll ja jetzt etwas ganz, ganz Wunderbares und etwas Wunderschönes kommen. Und das darfst du. Das darfst du mit offenen Händen empfangen. Weil das etwas ist, was dir zusteht. Weil du so viel an dir gearbeitet hast und bist trotzdem immer noch dabei wahnsinnig bescheiden. Du bist nicht überheblich, du bist nicht im Ego. Gar nicht. Du bist so wahnsinnig bescheiden. Und denkst zum Teil auch erst an das Wohl anderer als an dich selber. Du setzt hier andere meistens an erster Stelle. Nun ist es aber so, dass du erkennst, dass du dich selbst an erster Stelle setzen darfst. Ja? Das darfst du auch. Was möchten sie denn noch sagen? Seelenheilung. Komm in Einklang mit deiner Essenz. Erkenne dein wahres Ich. Da dachte er, doch, Gottchen, dein wahres Ich. Ja, das hast du getan. Du hast sehr, sehr viele Seelenwunden geheilt, die dich immer und immer wieder verletzt haben, die immer und immer wieder da waren, immer und immer wieder aufgerissen worden sind. Dieses Muster hast du geschafft zu durchbrechen. Und dadurch hast du es geschafft, eine Lernaufgabe und ein Karma abzulösen und aufzulösen. Das kann ja auch eine Ahnenthematik gewesen sein, die mitgegangen ist. Ja, dass du hier eine Ahnenthematik, ein Familienkarma durchbrochen hast. Es war verdammt schwer, es war sehr, sehr schwer, ja, aber du hast es geschafft. Und dafür bekommst du eine riesengroße Belohnung. Eine riesengroße Belohnung ist für dich auf dem Weg. Dein persönliches Einhorn, bade in reiner Liebe, sei offen für die Einhornmagie. Na, wie wunderschön ist das denn? Das ist eine ganz, ganz tolle Botschaft. Du hast höchstwahrscheinlich selbst ein Einhorn in deinem Spirit Team. Das kann gut möglich sein. Oder glaubst ein Einhörner oder hast dich mal immer hinterfragt, gibt es die dann wirklich? Ja, es gibt Einhörner. In einer Parallelwelt gibt es die. Und das Interessante bei den Einhörnern ist wirklich, die riechen wirklich nach Pferd. Also das ist schon echt Wahnsinn. Naja, jedenfalls darfst du dir darüber bewusst werden, dass du hier momentan wirklich ganz, ganz viel Unterstützung. Einhörner sind Naturwesen. Das sind, oh Gottchen, das sind Krafttiere. Und du darfst dir bewusst werden, dass du hier auch die Hilfe annehmen kannst von deinem Einhorn. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen seltsam, aber das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Du darfst es hier wirklich annehmen. Die stehen auch für Reinheit, für Liebe, Herzöffnung, für auch so das Kindliche, ne? Dass du die Augen wieder siehst, dass du die Welt mit neuen Augen betrachtest, dass du das Alte loslässt und die Chance auf etwas Neues zu dir einfach herantreten lässt, damit du sozusagen wirklich verzaubert bist. Du sollst dich hier einfach mal verzaubern lassen, was alles so möglich ist, woran du gar nicht mehr geglaubt hast. Seelenzufriedenheit. Würdige deine Einmaligkeit. Tu das, womit du dich wohlfühlst. Ganz genau. Kümmere dich um dich selbst, denn du bist wichtig. Du stehst bitte jetzt an erster Stelle. Ja? Stell dich nicht mal hinten an. Du bist mehr wert, als am Schluss der Reihe zu sein. Schluss damit. Jetzt ist gut. Das reicht. Ja? Und jetzt darfst du noch weiter nach vorne kommen. Komm mal ruhig nach vorne. Weil das darfst du. Du darfst dich immer vorschummeln. Stell dich mal an die Spitze. Denn das bist du dir wert. Das darfst du dir auch wert sein. Und das darfst du dir auch bewusst machen, dass du was ganz, ganz Tolles bist. Greife auf deine Geschenke zu. Wahnsinn. Erkunde deine Schatzkiste. Akzeptiere, wer du wirklich bist. Ja, wer bist du denn? Was hast du denn jetzt erkannt in deinem Prozess? Hast du nun erkannt, dass du mehr wert bist, was für ein wunderschönes Wesen du bist und wie
toll du strahlen und erstrahlen kannst und wie und dass du die Fähigkeit hast, Licht ins Dunkle zu bringen. Ist es dir bewusst geworden? Wenn nicht, dann wird das noch kommen. Dann denk mal darüber nach. Denn du musst dich hier nicht mehr klein machen lassen für nichts und niemanden. Nein, du hast genug getan, du hast genug gemacht und du hast genug gelernt und du hast vieles aufgelöst. Und jetzt darfst du dadurch erkennen, wer du wirklich bist. Diese Stärke, diese Ausdauer und diese Kraft, die du in dir getragen hast und das schon die ganze Zeit. Sonst hättest du es nicht schaffen können, dich alleine aus deiner Situation herauszumanövrieren. Dann wärst du niemals dazu in der Lage gewesen, wären diese Fähigkeiten nicht schon längst in dir. Das hast du erkannt. Das sind deine Schätze. Da ist aber noch mehr, was du noch nicht weißt. Das darfst du auch noch erkunden. Liebevolle Gemeinschaft, nimm teil und gehöre dazu. Mach dein Leben reicher. Es wird wieder reicher werden. Hier kommt, die Karte spricht von Fülle. Du wirst hier wieder in die Erfüllung kommen. Gemeinschaft, du wirst nicht mehr alleine sein. Du hast dich allein gelassen gefühlt. Das wird alles aufhören. Hier diese Karte, Mutter, Vater und Kind. Das wird auch aufhören. Hier kommt Familienglück rein. Hier kommt das Familienleben wieder rein. Man wird zusammen sein. Man wird zusammengeführt werden. Und das wird alles hier einen ganz, ganz tollen Ausgang nehmen und haben, damit deine Auszahlung dementsprechend auch wirken kann. Und die soll auch wirken. Die soll wirken und die darf wirken. Aufstiegslift. Sei bereit für schnelles spirituelles Wachstum, sei bereit für Chancen. Das hatte ich vorhin auch schon irgendwie reinbekommen, dass diese Entwicklung, in der du jetzt gerade drin steckst, dass die hier nochmal einen richtigen Aufschub bekommt. Weißt du, hier nochmal, dass hier nochmal richtig Bewegung reinkommt und dass dich das hier auch ein Stück weit überfordern könnte, weil das zu schnell geht. Ja, da könnten jetzt demnächst zu viel, zu schnelle positive Impulse auf dich zukommen, dass dich das irgendwie ein Stück weit überfordert, weil du es einfach nicht kennst. Aber bleib geerdet, bleib in deiner Mitte, es ist alles okay so und du darfst es auch ruhig annehmen. Und wenn es dir zu viel wird, dann sag das denen da oben, die können einschreiten. Ja? So, meine Lieben, meine Liebe. Ich hoffe, die Legung war dir hier mehr als dienlich und du konntest hier wirklich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Impuls für dich mitnehmen. Ich schaue jetzt hier noch mal kurz, was ist? Ich schaue hier jetzt mal kurz auf die Sternzeichen. Welche Sternzeichen haben wir denn hier? Oh Gottchen. Welche Sternzeichen haben wir hier? Das ist jetzt dein eigenes Sternzeichen. Na, guck mal bitte nur auf dich, weil du bist wichtig. Nicht dein Gegenüber oder irgendwer anders. Nur du. Kommt hier jetzt das Sternzeichen von irgendeiner Person raus, die du kennst, na dann ist es halt so. Krebs, Steinbock, Stier, der Löwe und Schütze. Dann hoffe ich mal, die Legung war dir dienlich und du konntest hier wirklich einen ganz, ganz wichtigen Impuls für dich mitnehmen. Bleib weiterhin am Ball. Gib nicht nach, lass nicht locker. Es kann immer mal wieder kleine Einbrüche geben, aber das ist normal in diesem Prozess. Steh auf und geh weiter. Ja, lass dich davon nicht verunsichern und auch nicht beeinflussen. Das gehört dazu. Ja, zwischendurch müssen uns halt mal so ein paar kleine Stolpersteine in den Weg gelegt werden. Ja, das waren die aber nicht böse, sondern halt einfach nur, um zu gucken, bist du auf einem guten Weg oder wo bist du nochmal rüber gestolpert oder worüber musst du nochmal stolpern, um nochmal da und dahin zu schauen. Okay? Bleib am Ball, alles wird gut, positives Karma kommt auf dich zu. Du wirst das Gefühl der emotionalen Erfüllung erfahren. Das ist deine Auszahlung. Und das darfst du dir manifestieren. Manifestiere dir dein eigenes Glück. Manifestiere dir deinen eigenen Erfolg.